Yo, Zecke, Zecke, was ist los, Mann? Was? Wir haben einen seltsamen Brunnen gefunden. Das musst du sehen. Was? Warte mal, ey, ich wollte eigentlich gerade schlafen, Mann, was ist los? Ah, da sind wir schon. Yo, das ist wirklich ein sehr, sehr seltsamer Brunnen. Yo, was läuft, Mann? Hey, da seid ihr ja. Ja, Jones, was geht, Mann? Hier, hast du auch schon diesen Brunnen gesehen? Was ist das? Hä, da unten geht's irgendwo rein, oder? Oder sieht es nur so aus? Weißt du, wo Herbert ist? Hey, yo, Zecke, ich habe keine Ahnung, wo Herbert ist. Jones, weißt du, wo Herbert ist? Okay. Ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo Herbert ist. Wahrscheinlich in seinem Bett oder sowas, glaube ich. Kann es sein? Ich bin mir nicht sicher. Was ist das da oben? Ist es ein Bär? Ah ja, okay. Der ist mit Elias... Was? Der ist mit Elias und Russ los, um Herberts Bruder wieder zu uns zu holen. Okay. Hey, das ist eigentlich eine ziemlich gute... Das ist, glaube ich, sogar eine ziemlich, ziemlich gute... Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, das ist echt eine richtig gute Idee, Mann. Herberts Bruder. Das wäre echt gut. Okay, wollen wir uns das Ding hier mal ein bisschen genauer angucken? Also, wollen wir drei in den Brunnen? Also eigentlich würde ich gerne schlafen so, aber wenn das hier ein cooles Abenteuer ist, da bin ich dabei. Yeah. Okay, willst du wirklich da einfach so rein? Hey, warum denn nicht, Mann? Das ist doch nice. Lass doch einfach da reinspringen. Juhu! Bisschen Party mitten in der Nacht. Ja! Warum denn nicht? Tja, das stelle ich mir auch gerade. Die Frage stelle ich mir auch gerade. Wer geht zuerst? Der hebt die Hand. Okay, anscheinend möchte Jones als erstes rein. Naja, wenn du meinst. Okay, Zecke, willst du als erstes runter? Okay, alles klar. Oh, lul. Okay, Achtung, Platz da. Ich möchte niemanden auf den Kopf springen. Juhu! Wow, das war so episch. Zecke, du bist echt ein verrückter, du bist echt eine richtig verrückte Nudel, Mann. Alter, was ist das hier unten? Junge, das war ja eine super Idee, Zecke. Wie er einfach Ja sagt. Er nickt einfach. Jones, oh oh. Hey, hier sind noch Fackeln und... Wieso? Das war doch super. Oh mein Gott. Yo, was ist das hier? Hey Jungs, seht ihr das? Hier oben. Und wie wollen wir jetzt hier wieder rauskommen? Hey, Alter, keine Ahnung, Mann, aber guckt euch mal das hier oben an. So in der Art. Alter. Wow, hier ist auch alles voll mit Spinnennetzen und so ekelhaftes Zeug. Na, durch den Bro... oh, ja, stimmt. Vielleicht finden wir einen Weg hier raus. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, Mann. Wie soll... Ich dachte, du hast irgendwie eine Art Plan oder sowas. Zecke, du bist doch normalerweise immer der Typ, der immer so ein bisschen Ahnung hat. Was ist das hier? Hey, ja, das habe ich eben gesagt. Das hier ist irgendwie so ein... So ein altes Lager. Sieht aus, als wären wir nicht die Einzigen, die hier unten versauern. Oh, oh. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich so ende. Bitte. Bitte sorgt dafür, dass ich nicht so ende. Okay? Bitte, ich möchte gerne meine Haut behalten und den ganzen Rest. Ah, geh aus mir raus. Weg da. Jetzt sei doch nicht so negativ. Wir kommen hier schon wieder raus. Hey, yo, lass mal ein bisschen hier die Sachen auschecken oder sowas. Guck mal. Check mal. Oh, guck mal, hier ist sogar was drin. Lul. Guck mal, Lars. Hier ist ein Tagebuch in der Kiste. Jones, geh mal da weg, ich will mal kurz... Hä? Lol, Tatsache. Hey, und in den Kisten, die sind auch voll mit Material und Ausrüstung. Okay, ich check das mal gleich aus, Jungs. Tag 35? Oh mein Gott, da waren... Die Jungs hier waren 35 Tage hier unten drin. Ich guck mir das hier gleich mal ein bisschen genauer an. Tag 35, jetzt sind wir schon seit einer Woche in dieser verdammten Höhle gefangen. Der einzige Weg hier raus ist von einem Monster versperrt. Uns geht bald das Essen aus. Und wenn wir uns nicht. Und wenn uns nicht bald was einfällt, werden wir hier alle verhungern. Was ist das für ein Lärm? Die Monster werden doch nicht wohl. Werden doch wohl nicht. Oh mein Gott! Da, was ist das für ein Monster? Hier bricht der Text schlagartig ab. Was ist passiert? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was ist was? In drei Teufelsnamen. Hey Jungs, habt ihr das gehört? Na dann, lass uns mal los. Hallo, warte, chill mal kurz. Chill mal kurz, ich muss mich noch ganz kurz ausrüsten. Jungs, irgendwas ist hier ganz gewaltig, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Ja, aber wo lang? Jungs, wartet mal bitte kurz. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Irgendwie, hier ist eine Hose. Ich brauche ein bisschen bessere Rüstung, Jungs. Ich würde den Lichtern einfach dort hinten folgen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen ausgerüstet. Es hieß irgendwie irgendwas mit einem Monster oder sowas in der Art, Mann. Irgendwie ist hier ein Monster oder... Irgendetwas. Ich schau mal da vorne erstmal, da drüben. Lars, du kannst ja schon mal... Du kannst dich ja schon mal ein wenig umschauen. Jones, komm mit. Lars, du kommst sicher klar. Wollt ihr mich jetzt hier wirklich alleine lassen, Mann?
Okay, gut, ich habe eine ganz gute Rüstung soweit. Okay, Leute, ich bleib dann einfach hier, okay? Ich habe keine Angst. Natürlich habe ich keine Angst, hier alleine zu sein. Jungs. Oh mein Gott. Hallo? Ein Monster? Ein Riesenspinne. Jungs, hallo? Da vorne ist eine Riesenspinne. Kann mir... Hallo? Oh Mann, warum bin ich jetzt hier alleine? Ich möchte das doch gar nicht. Hey, Riesenspinne, bitte sag mir, dass du nett bist, bitte. Okay, wenn du es nicht anders willst. Friss das, du blödes Vieh. Ja, komm, lauf weg von mir. Oh mein Gott. Hilfe, kurz regenerieren. Okay. Los. Jo, ich glaube, da vorne ist auch der Ausgang. Aua! Du blödes Riesen-Baby-Vieh-Spinne! Blödes! Oh. Wow. Oh mein Gott. Jungs! Was ist das? Es ist, glaube ich, ein Baby. Eine Babyspinne. Ich muss hier raus. Jungs, ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Hallo. Ich glaube, hier geht's irgendwie raus oder sowas in der Art. Hallo? Oh Mist, ich glaube, ich kann hier nicht weiter. Wahnsinn, Lars. Ich wollte dir gerade noch helfen. Wollte mich hier gerade... Du hast es mit der Spinne rechtzeitig... Was? Stopp. Was habe ich der Spinne rechtzeitig gezeigt? Wollte mich hier gerade verkackeiern? Ich habe gerade ganz alleine gegen zwei Spinnen gekämpft. Jetzt aber erstmal raus hier. Immer nach dem Licht. Immer dem Licht nach. Alter, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich habe interessante Sachen gefunden. Ich glaube, damit können wir uns bessere Waffen und Ausrüstung herstellen. Okay, Jones, wenn du das meinst. Oh, ich pack's nicht. Hier sind Bären. Das ist sehr gut, Leute. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Alter, ich habe gerade alleine gegen... Oh mein Gott, pass auf. Ich mach das schon. Geht einfach weiter. Tut einfach so, als hättet ihr mich nicht gesehen, okay? Hier sind ein paar Spinnen. Oh mein Gott, da sind noch ein paar mehr. Pass auf, da drüben. Bei dir ist eine Spinne. Oh mein Gott. Mann, wieso... bin ich hier der Spinnenmagnet oder was ist hier los? Oh, hier sind noch mehr Kisten. Jungs, wisst ihr eigentlich, was ist das? Wisst ihr eigentlich, wo es hier rausgeht oder wie wir hier überhaupt reinkommen oder... Was? Hä? Ich check gerade gar nichts. Aber das ergibt schon Sinn, wenn in dem Brunnen Wasser drin ist und hier ist Wasser, dann müssen wir eigentlich nur dem Wasser bis ans Ende folgen. Ey, yo, hier vorne ist ein Ausgang. Wieso? Ich glaube, hier haben die anderen versucht, ihre Freunde zu retten oder sowas. Schaut, ich sehe Tageslicht. Ich glaube, hier haben tatsächlich die anderen versucht, ihre Freunde in der Höhle zu retten, die dieses Tagebuch hier geschrieben hatten oder sowas in der Art. Jungs, das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich werde mich jetzt gleich erstmal richtig schön entspannt in mein neues Bettchen legen und dann erstmal eine Runde pennen. Ja, ich werde jetzt keine Erkundungsexpedition in irgendwelche komischen Brunnen wieder machen. Hey, diese Brücke hier vorne kenne ich. Das ist doch die Brücke da, wo Dings wohnt. Oder? Ich bin mir nicht... Ist das hier die gleiche Brücke? Ist da oben dann unser Dorf? Müsste es eigentlich... Oh! Oh mein Gott! Stimmt! Oh Mann, Kurt! Ich habe gerade von dir gesprochen. Huch, woher kommt ihr denn? Kurt war, glaube ich, gerade am Angeln oder sowas in der Art. Kurt, was geht? Lange Geschichte. Wir haben eine kleine Erkundung gemacht. Du Zecke, wegen dir... Ich habe jetzt wegen dir total viel Spinnendreck an meinen Händen kleben. Was soll das? Oh Mann, ey. Lars, du hast da noch Spinnenweben an deinen Haaren. Ja, danke. Ugh. Mach das weg. Mach das weg von meinem Kopf. Oh. Okay, alles klar. So, wir müssen jetzt erstmal ins Dorf wieder hoch. Es ist ja schon wieder Tag geworden. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will einfach nur schlafen. Okay, mach's gut, Kurt. Mach's gut. Ich gehe schon mal einfach vor, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Bis später, Kurt. Leute, ich gehe jetzt einfach schon nach oben. Ich bin irgendwie extrem müde. Okay. Aber die Ausrüstung werde ich mir erstmal aufheben. Hey, Truthahn, was läuft? Spinne! Oh, nee, das ist nur eine Ameise oder eine... Das ist eine Grille. Oh. Puh, das war vielleicht ein Abenteuer. Ich hoffe, es hat sich keiner verletzt. Wollt ihr mich hier ver... Ich glaube, die wollen mich wirklich verkackeiern. Wer hat sich nicht verletzt, Mann? Ich habe eben übelst Dresche gekriegt mit einer Riesenspinne. Das glaubt mir keiner. Hey,
Was geht ab? Kuh oder Ziege? Was ist das? Ist das eine Ziege? Okay. Soweit, so gut. Okay, Jungs, kommt ihr mit? Ich laufe einfach schon vor. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Meine Beine tun auch übertrieben weh. Ach, Mann. Zum Glück sind wir jetzt endlich da. Hey, ein Wildschwein. Hey, Wildschwein, bleib weg von mir. Ich habe dir nichts getan. Alles klar. Mann, jetzt erstmal richtig schön ins Bett legen, oder Jungs? Jetzt erstmal eine Runde pennen. Was zum Geier ist das denn? Oh. Ey, das ist doch die Riesenschnecke von Freya, oder? Das ist Freyas Schnecke. Sie hat es endlich hierher geschafft. Lul, okay. Die Schnecke hat ein kleines bisschen länger gebraucht, glaube ich. Okay, Jones, dass du das noch nicht gesehen hast, aber es ist okay. Es ist okay. Wir kennen ja Freya schon ein bisschen länger als du, denke ich mal. Okay, alles klar, Jungs. Ich glaube, was? Komm mit, Lars. Wir starten dir mal einen Besuch ab. Mann, ich will eigentlich ins Bett. Okay? Ich will eigentlich ins Bett. Ich komm mit dir, okay? Ich bin bei dir. Ich bring mal alles in der Zeit, alles weg. Okay, cool. Ich bin dann bei dir, Mann. Zecke, dann lass es ganz fix erledigen. Und dann lege ich mich erstmal schön ins Bett und schlafe erstmal eine nice Runde. Oh Mann, oh Mann. Oh nein, ich konnte unter sein. Oh Gott, ich habe gerade schlimme Dinge gesehen. Rico, Freunde, Freunde. Hi, was geht, Rico? Alles klar? Freya, alles gut bei dir? Na, wie läuft's? Alles klar, alles klar. Oh, ihr seht ja komplett fertig aus. Ja, ich habe auch die komplette Nacht durchgemacht und habe gegen Spinnen gekämpft und sowas. Habe ich hier noch irgendwo Spinnenweben in meinen Haaren? Kann das sein? Hallo, Lars. Hey, Rico, was läuft, Mann? Alles klar? Habe ich irgendwo noch Spinnenweben? Kannst du mir mal kurz die Spinnenweben aus den Haaren picken vielleicht oder sowas? Oh, Mann. Oh, ich weiß auch nicht, was das gestern Abend war. Ja, wir waren auf einer kleinen Exkursion. Ja, das stimmt allerdings. Eine kleine Exkursion. Ich habe dieses Wort zwar noch nie gehört, aber du bist ein Höhlenmensch und du weißt es auf jeden Fall besser als ich. Ja, das glaube ich euch gerne. Ja, ich glaube auch so einige Sachen so langsam. Es ist wahnsinnig, was ich gestern alles erlebt habe, aber ich möchte eigentlich in mein Bett gehen. Gibt es schon was Neues wegen Lilly? Nein, also soweit ich weiß, gibt es gerade nichts Neues. Aber Zack, hast du irgendwas Neues gehört zufällig? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ah, leider nein. Herbert hat sich... Ach so, oh mein Gott. Zecke hat das gerade gefragt. Lul. Herbert hat sich gerade durchgerungen und holt seinen Bruder zur Hilfe. Ich habe gehört, dass die beiden keine gute Beziehung haben. Ja, früher war er ein Teil von uns. Doch eines Tages hat unser Stamm sich in zwei Teile gesplittet. Also Zecke, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo, was hier gerade los ist. Oh je, ich hoffe, dass Herberts Bruder einknickt, wenn er hört, dass es um Lilly geht. Ja, das müssen wir hoffen, tatsächlich. Das hoffen wir alle, ja. Also Freya, du hast wahrscheinlich auch nicht wirklich viel gehört. Ich glaube, ich mache mich dann mal... Müssen Lilly retten! Ja, das stimmt allerdings. Okay. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Machen wir, Rico. Na dann, bis später, Freya. Alles klar, bis später. Bis später, Zecke, kommst du, wir gehen. Ich gehe. Wie geht es nach hier unten? Vorsichtig. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Und was bist du? Hi. Na, alles gut? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Okay. Es geistert hier einfach so im Dorf rum. Naja. Es wird jetzt so langsam Tag und ich glaube, ich muss mich langsam mal ins Bett legen. Ah, da habt ihr gesteckt. Ihr habt also die ganze Nacht durchgemacht. Linda, ich möchte darüber nicht sprechen, okay? Wir waren auf einer kleinen Exkursion. Ja, Mama. Mhm. Ja, jetzt fühl dich mal ein bisschen schlecht. Sag deiner Mutter, was du gemacht hast. Dass du mich alleine gegen Spinnen kämpfen gelassen hast oder sowas. Na dann, auf ins Bett mit euch beiden. Wenn ihr wieder aufwacht, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ja, ins Bett. Ich will einfach nur noch schlafen, bitte. Ich will einfach nur noch ins Bett schlafen. Eine Überraschung? Was denn? Jo, das wäre doch keine Überraschung mehr, wenn Linda uns das sagen würde, Mann. Das ist doch dann einfach keine Überraschung mehr. Alles klar. Jana hat tolle Kleidung für euch gemacht. Lasst euch überraschen. Ja! Okay, alles klar. Dann ziehe ich einfach mal diese blöde, schwere Rüstung aus und leg mich mal dann ins Bett. Alles klar. Ich bin dann auf jeden Fall schon mal in meinem Bett. Ich wäre fast gerade eingeschlafen. Okay, ich gehe jetzt in mein Bett. Bis später, Lars. Hau rein, Zecke, Mann. Danke für diese kleine Exkursion. Alles klar, ich mach dann mal hier. Linda,
Gute Nacht oder guten Morgen oder gute Nacht oder keine Ahnung was. Erstmal schön nach oben gehen, Leute. Endlich hätten wir ein neues Bett. Ein bisschen schlafen. Na, Lars. Aufregendes Abenteuer gehabt. Es ist schön, dass du dich wohlfühlst bei deinen neuen Freunden. Doch jemand fehlt. Deine neue Aufgabe lautet, rette die geliebte Tochter von Herbert und Linda und sorge dafür, dass die beteiligten Personen ihre Strafe bekommen. Schlaf gut.